Die Vitalwelt Hausruck News. Frau Engelmeier, Sie betreiben in Geboldskirchen einen Biobauernhof, auf dem man schon seit über 30 Jahren Urlaub am Bauernhof machen kann. Urlaub am Bauernhof ist also nicht nur ein Trend der letzten Jahre, sondern hat anscheinend schon immer Menschen auf den Bauernhof gezogen. Ja, also das Bauernhof fasziniert anscheinend nach wie vor die Gäste und man merkt es schon an den Nächtigungszahlen, dass nach wie vor in ist. Was ist das Abenteuer bei so einem Urlaub? Also speziell jetzt in der Vitalwelt Hausruck ist das Abenteuer am Bauernhof Schlafen im Heu. Also eine Nacht im Heu verbringen, was eigentlich nicht nur die Kinder gern machen, sondern wirklich auch die Erwachsenen, die Eltern mit den Kindern. Der Duft vom Heu oder einfach die Geräusche in der Nacht, und das ist einfach Abenteuer. Kann man da auch mitarbeiten? Auf Wunsch kann das jeder gerne machen. Es ist keiner verpflichtet, dass er das macht, aber wenn wer gern mithelfen will, ist das überhaupt kein Problem. Und was kann man da beispielsweise machen? Kann man da mithelfen im Stall? Auf jeden Fall, wer das gerne macht, man kann die Tiere füttern, die Ponys putzen oder einfach nur verwöhnen, streicheln oder die Hasen ein bisschen, ja, spielen mit ihnen. Das ist ganz witzig alles. Wann ist die beste Zeit für einen Urlaub am Bauernhof? Das ganze Jahr. Man kann wirklich von Jänner bis Dezember Urlaub am Bauernhof machen. Es hat jede Jahreszeit seinen Reiz. Es im Frühling, wenn die Bäume blühen, wenn das Leben alles so erwacht, im Sommer mit der Ernte, im Herbst, wenn das Obst alles reift, die Keller füllen sie, oder dann im Winter, und einfach die Gemütlichkeit und vom Brauchtum her, das Weihnachten und so, es ist wirklich das ganze Jahr interessant. Und was kann man machen, wenn einmal Schlechtwetter ist? Ja, bei Schlechtwetter ist überhaupt kein Problem. Auf einem Bauernhof gibt es sowieso viel zu entdecken. Oder man fährt ins Acapulco nach Bad Schallerbach, Badespaß oder in die Bezirksstadt Christkirchen einkaufen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten rundherum. Auf welchen Bauernhöfen kann man Urlaub machen? Kann man das auf jeden Bauernhof oder gibt es da bestimmte Qualitätsstandards? Da gibt es sehr strenge Qualitätskontrollen. Das wird kategorisiert. Und zwar, da gibt es die Blumen, zwischen 2 und 4 Blumen, und nur wer kategorisiert ist, kommt dann in den Katalog rein, damit der Gast da sicher sein kann, dass er das, was er bezahlt, dass er die Qualität dann auch wirklich bekommt. Und was muss man da rechnen im Schnitt für eine Familie, die Urlaub am Bauernhof machen möchte? Also jetzt speziell das Abenteuer Bauernhof, das Wochenangebot, gibt schon ab 333 Euro für die gesamte Familie, 2 Erwachsene, 2 Kinder. Und in dem Programm ist eben vorgesehen, wenn man kommt, gibt es ein Willkommensgetränk. Dann kann man, Lagerfeuer wird gemacht mit den Gästen. Da sitzt man sich abends zusammen, macht ein Lagerfeuer, dann werden Würste gegrillt und so ein bisschen das Romantische. Dann geht es an einem Tag mit dem Traktor, gibt es eine Hausruckwald-Safari mit einem anschließenden Picknick. Und ja, das ist dann einfach, was sich halt dann so alles ergibt, man kann das gar nicht so beschreiben, da entstehen so viele zufällige Sachen dann einfach, was sich aus dem Ganzen von den Gästen her, von den Interessen her wieder ergibt. Man kann dann den Wanderweg der Sinne in Haag machen, die Sommerrodelbahn, und einfach, wer das Abenteuer Bauernhof bucht, da gibt es dann nur ein Überraschungsabschiedsgeschenk. Wie viele Betriebe in der Region bieten dieses Abenteuer am Bauernhof an? Da sind wir 4 Betriebe. Das ist der Ferienhof Beule in Familie Eckelmeier in Geboldskirchen, Familie Seiringer, das ist der Hofbauer, dann der Ferienhof Öhler, Familie Rabengruber, und der Ponyhof Öckel, das ist die Familie Engelmeier. Wenn jetzt einer unserer Zuseher näher interessiert ist an diesem Angebot, wohin kann er sich da wenden? Einfach am besten an die Vitalwelt Hausruck. Es ist jeder Betrieb direkt buchbar, und für nähere Auskünfte Vitalwelt Hausruck. Die Vitalwelt Hausruck News.